Letzte Folge mit Kack-Audio. Also hoffe ich zumindest. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Surviving Mars. Ja, die letzte Folge hat mal wieder Kack-Audio gehabt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ob das an der Aufnahme mit dem Spiel liegt, denn ich meine, die Announcements, die ich gemacht habe, die sind ja auch keine, die haben ja auch keine Kack-Audio. Ich probiere jetzt mal ein bisschen mit meinem Mikrofon rum. Ist das so besser? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Es tut mir leid, wenn die Audio scheiße ist. Ich probiere es auf jeden Fall zu fixen. Und ja, ich habe das böse Wort gesagt. Oh nein. Zu weit von Kuppel entfernt. Hier? Es ist keine der benötigten Ressourcen. Ach, Menno. Muss ich jetzt ernsthaft nochmal eine Kuppel bauen? Ja, keine Ahnung, Leute. In 2 Tagen ist das Gründerstadium vorbei. Und da liegt immer noch. Wieso heißt das Ding Falcon 3000? Das ist eine Kapsel, Alter. Dann schlachtet mal diese Kapsel aus. Und was zum Geier? Ups. Wähle einen Sektor aus, der gescannt werden soll. Ja, am besten hier die in der Nähe. Und wir haben hier sehr viele Anomalien. Machst du gerade was? Analysiere eine Anomalie. Wo bist du gerade? Da hinten. Ach so. Analyse Anomalie, bitte. Wir haben einfach 3 Stück davon. Wo ist der Meteorit gleich abgestürzt? Hier. Oh, hier ist ein Betonvorpommen. Was ist denn mit mir los heute? Keine Ahnung. Keine Kabelverbindung. Ja, das ändert sich gleich. So. Jetzt ziehen wir mal das Kabel durch. Komm. Wo gibt's denn hier irgendwo Strom? So, bitte. Dann kriegen wir gleich wieder ein bisschen mehr Beton. Denn das ist ja auch eine wichtige Ressource. Und das Gründerstadium ist bald vorbei, Leute. Endlich. Forschen wir gerade irgendwas? Ups, falscher Button. Produktivitätsausbildung, das ist die Pilzfarm, aber die brauchen wir auch nicht. Und ich merke gerade, wir haben hier diese neuen Vorkommen. Da kann ja unser Transporter gerne mal die Ressourcen sammeln. Und sie ins Metalldepot bringen. So, sammeln mal schön das Metall ein. Ich liebe das, sieht immer so schön aus. Ich meine, muss das Ding nicht immens riesig sein? Ich meine, wenn eine Drohne nicht mal so groß wie dieses Rad ist und eine Drohne so viel Platz hat, dass sie ein Mensch rein drin sitzen könnte. Ich meine, das Ding ist dann ja hier irgendwie 3 Meter hoch. Ich kann Anomalie manchmal echt nicht aussprechen. Einsatzleitung Lok Noah 15. Wir haben soeben Beagle 2 entdeckt oder zumindest was davon übrig ist. Im Laufe der Jahre haben über 2 Drittel der Mission zum Mars in einer Katastrophe geendet. Die tragischen Ereignisse wurden Pech, menschlichem Versagen oder einfach dem unvermeidlichen Schuss ins Blaue zugerechnet. Dadurch ist ein schwarzer Humor rund um den großen galaktischen Ghoul und das geheimnisvolle Mars-Dreieck entstanden. Mars-Dreieck? Eine der am besten ausgestatteten Missionen zum Mars war Beagle 2, die in den letzten Minuten vor der Landung dramatisch scheiterte. Ein Versagen des Fallschirms und die heimtückische Mars-Atmosphäre haben dafür gesorgt, dass die mutige kleine Sonde mit viel zu hoher Geschwindigkeit in die rote Wüste abstürzte. Oh nein. Verringert die Kosten von Robotertechnologien um 10%. Vielen Dank, mein lieber Erkunder. Kannst dich gleich an die nächste machen. Und das Betonvorkommen wird dann auch wieder benutzt, was auch gut ist. Nicht funktionierende Gebäude 3 Stück, das ist mir bewusst. Wie viel Metall hast du? Wow, ist 12. Vielen Dank. Lagerbestand niedrig, Ressource Apfel, also Nahrung. Nahrungsproduktion 4, Nahrungsverbrauch 2. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Alter? Lol, einfach nur 2 Arbeiter. Ach Leute, das sieht schön aus hier, oder? Schon gemütlich. Wäre hier nicht so ein Lager direkt daneben? Na, wer bist du? Chengong Shizu? Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, Digga. Wer bist du? Ach so, du bist Bernhard. Hey Bernhard, was geht ab?
Du bist mein Liebling. Warte, ich kann dich kontrollieren. Lauf mal hier hin. Warte, nein. Ah, ja, Rechtsklick. Hallo, lauf hier hin. Funktioniert wohl doch nicht so gut. Egal, Durchbruch entdeckt. Okay. Ach, Durchbruch. Ach so, das ist eine komplett neue Kategorie. Drohnen können zwei Ressourcen zugleich transportieren. Oh mein Gott. Weg damit. Das ist wichtiger. Alter Vater. Das ist ja cool. Hey, das spart dann aber auch echt eine Menge Zeit und eine Menge Drohnen. Praktisch. Und hier muss die ganze Zeit der Beton weggetragen werden. Oder das Beton oder was auch immer. So. Leute, ihr könnt es auch einfach hier hinstellen. Gesteinsabfälle können auch hier rein. Na, du schöner Extraktor. Und nur noch ein Sohn, Leute. Dann ist das Gründerstadium endlich vorbei. Aber da ich gerade nicht so viel zu tun habe, würde ich sagen, cutte ich es einfach mal kurz raus. Bis gleich. So, Leute. Wir haben es gleich, Leute. Das Gründerstadium ist gleich vorbei. Eine Stunde, null Stunden. Oh, Leute, gleich ist vorbei. Gleich können wir die Falcon 67 wieder zurückholen. Wow. Ah, das Tor zu den Sternen. Das ist ein historischer Tag für die Menschheit. Der Langzeitraum der gesamten menschlichen Zivilisation, eine andere Welt zu besiedeln, ist wahr geworden. So, der Langzeitraum. Ich habe Langzeitraum gelesen, lol. Ich bin begeistert und stolz, zu den Menschen zu gehören, die das möglich gemacht haben. Wer bist du? Wir werden bereits mit Bewerbungen zur Umsiedlung auf dem Mars überschwemmt. Und das Fernweh und der Enthusiasmus dieser Leute macht mich stolz, ein Mensch zu sein. Das Fernweh macht dich stolz, ein Mensch zu sein. Okay. Der rote Planet ist nach wie vor unwirtlich und sogar gefährlich. Ach echt. Aber wir als Spezies haben stets unsere Fähigkeit bewiesen, uns anzupassen und zu verbessern. Sieht man am Klimawandel. Die ungünstigen Bedingungen sorgen lediglich dafür, dass wir uns noch mehr anstrengen. Deshalb sage ich, packen wir es an. Effekt, die Kolonie wurde positiv bewertet. Es können zusätzliche Kolonisten von der Erde geholt werden. Oh, was für ein spannendes Abenteuer uns erwartet. Oh ja, genau so würde ich auch formulieren. So, Falcon. Nein, nicht Falcon 3000. Kann ich eine andere Rakete benutzen? Bitte. Ich will die Falcon 67 benutzen. Bitte. Hallo? Nee, es wird immer die Falcon 3000 genommen. Ach, Menno. So, so, jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, ich muss mir aufschreiben, was wir alles für Jobs brauchen. Wir haben 28 Wohnplätze. Sind das? Freie Arbeitsplätze 10. Ja, das ist wahrscheinlich genau hier, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Und wir brauchen auch Maschinenteile zur Wartung. Inaktive Arbeitsschicht. Ja, Gebietsgebäude. Ja, wir deaktivieren einfach mal das Gebäude. Und jetzt haben wir da auch keine freien Arbeitsplätze mehr. Aber ja. So. Ja, wir haben 14 Plätze. So. Ich habe keine Ahnung, Leute. Steht hier irgendwo... Nee, wir müssen das wirklich selbst gucken. Das ist blöd. Da arbeitet jemand? Ja, da arbeitet ein Arzt. Ja, ein Arzt wäre ganz praktisch. Mediziner, ja, da ist schon Mediziner. Nicht so viele Wissenschaftler. Nochmal Botaniker. Dann vielleicht Geologe. Auf gesperrt zu sein. Und ja, dann starten wir die Falcon einfach mal. Komm mit, Baby. Komm in die Kuppel. Hoffentlich funktioniert das alles so, wie ich es mir gewünscht habe. Nicht funktionieren die Gebäude 4 Stück. Ja, so, die Gebäude. Macht Sinn. So, wie läuft es in Sachen Forschung? Ja, wir erforschen gerade die künstlichen Muskeln. Treibstoffkomprimierung plus 10.000 Kilogramm Raketenfrachtraum. Das ist eine Menge, muss ich mal sagen. Machen wir das einfach mal. Und die künstlichen Muskeln werden auch noch erforscht. Das ist natürlich sehr gut. Das ist wirklich ein Durchbruch. Kann man so sagen. Stimmt, wir haben hier doch sogar... Ja, wir haben hier sehr viele Wohnplätze.
Und ja, wir müssen dann sozusagen direkt dann die nächste Kuppel bauen, um zum Edelmetallextraktor zu kommen. Das Tor zum Sommer. Willst du etwa ewig leben? Nein. Die Kunden von Ewig Sommer, einer riesigen Kryonikfirma, anscheinend schon. Aus Angst vor dem Katak. Was sind denn hier für Wörter? Aus Angst vor diesem Wort haben sich die 10 reichsten Kunden von Ewiger Sommer einfrieren und mit einer Rakete ins Weltall schießen lassen. Oh Gott, sie steuert auf den Mars zu und sie verlassen sich darauf, dass sich unsere Kolonie um die Versorgung der kosmischen Arche kümmert. Ach du Scheiße. Effekt, die Rakete von Ewiger Sommer wird regelmäßig um Landeerlaubnis bitten. Wenn du dich um die Versorgung kümmerst, erhältst du beim Start sofort 150 Millionen. Das alles ist ein unwirtlicher Ort. Wir würden niemand allein dort zurücklassen. Das klingt nicht sehr verlockend, tut mir leid. Wir wollen nicht dafür entlohnt werden. Wir bieten unsere Hilfe kostenlos an. Nein, 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 nein. Ich akzeptiere das. Ist das jetzt hier? Ja, der ewige Sommer. Die kommen jetzt her. Angeforderte Fracht. Also, die wollen diese Fracht. Die fordern diese Fracht an. Ach du Scheiße. Das könnt ihr mal vergessen. Sorry, Jungs, aber ich gebe euch keine Maschinenteile. Ist doch schon gut genug, wenn ich euch überhaupt Ressourcen gebe. Und Kacke, wir haben keine elektronischen Geräte. Und dafür müssen wir uns dann wahrscheinlich einfach nochmal eine Nachschubkapsel holen. Einfach mit elektronischen Geräten. Mit diesen Sachen. Und diesen Sachen. Ja. Würde ich sagen, machen wir dann einfach auch nochmal eine Landeplattform. Perfekt. Und du, mein lieber Dude. Du entlädst. Wieso kann der nur einladen? Ich finde das blöd. Fahr mal hier hin. Musst du das denn jetzt einladen und dann wieder aufladen? Auch toll. Egal, Leute. Egal. Was werden denn alles so für Sachen freigeschaltet mittlerweile? Stimmt, der Erkunder. Den haben wir ja auch noch. Warte, wollen wir die Leute einfach sterben lassen? Nee, wir lassen sie landen. Oh, sie ist orange. Schick, Alter. Oh, stimmt, hier stehen jetzt Gebäude. Schlecht, Drohnen, fahrt da weg. Nein. Oh, das war dumm von mir. Oh, keiner von ihnen wurde beschädigt. Okay. Das heißt, wir laden jetzt einfach. Nein, ich fordere ja in der Nachschubkapsel dann diese Ressourcen an. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Och, Kacke, die nehmen mir total seltene Ressourcen weg. Also mit Ausnahme des Treibstoffs, davon haben wir definitiv genug. Aber jetzt lande ich die Falken und alles wird einfach direkt mitgenommen. Also, ich meine jetzt hier dieses Ding. Landen wir einfach mal beides. Ach so, stimmt, das ist die Passagierrakete. So, Leute. Rein. Der ewige Sommer kann starten? Nee, kann er nicht. Der soll starten, Mann. Neue Technologien können erforscht werden. Ja. Ich bin jetzt gerade zu faul, mir das durchzulesen. Was ist das? Drohnenschwarm. Drohnenhubs werden mit zwei zusätzlichen Drohnen gebaut und das Maximum an Drohnen wird auf 80 erhöht. Es gibt ein Maximum an Drohnen. Angepasste Sonden sind billiger und verfügen über Tiefenscans. Ist mir gerade alles ein bisschen egal. Ach Gott, wir haben doch gar nicht genügend Elektronikteile. Ach Leute, ein bisschen kompliziert ist das alles schon, ne? So Leute, dann würde ich mal sagen, ist das dann auch, war es das dann auch für diese Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute. Jetzt aber, oder? Nein? Folge 5 hat immer noch scheiß Audio? Spaß.